Ja, tatsächlich ist der kurzfristige Ausblick ziemlich unsicher und auch eher trübe. Aber ich bin doch überzeugt, dass im Jahresverlauf die Erholung einsetzen wird. Denn schließlich kommen die Impfkampagnen langsam auf Touren. Man darf nicht vergessen, beispielsweise die USA ist da schon weit fortgeschritten. Aus den USA kommt auch das Geld dieses massiven Fiskalstimulus. Und in Asien, also in einer Region, wo rund ein Drittel der Weltnachfrage hergestellt wird, dort ist die Pandemie schon länger unter Kontrolle. Und diese Nachfrage, die stützt insbesondere unsere Exportwirtschaft. Der Ausschlag des Jojos wird immer kleiner. Das heißt, die Corona-Wellen werden zwar heftig, wie die zweite Welle war ja heftiger als die erste Welle, aber der wirtschaftliche Schaden daraus war doch geringer. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Maßnahmen doch maßvoller oder zielgerichteter ausgestattet sind. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass die Mobilität auch der Schweizer weniger stark zurückgegangen ist als im ersten Lockdown und die Auswirkungen der Mobilität wiederum auf die Konjunktur geringer geworden ist. Das kann man sich so vorstellen, dass natürlich dank Maskentragen, dank Schutzkonzepten können die Läden weiterhin ihre Produkte verkaufen und die Haushalte, die trauen sich auch tatsächlich etwas einzukaufen. Ja, das ist einerseits, weil die Fallhöhe weniger groß war, die Einkommen und aber auch die Ausgaben sind weniger stark zurückgegangen. Ich gehe jetzt noch aus, dass rund so 880 Franken da zusätzlich auf der hohen Kante liegt. Das ist natürlich ein Erholungspotenzial für die kommenden Monate, aber wie gesagt, es ist kleiner als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir diese enorme Amplitude vom stärksten Einbruch seit Beginn der Aufzeichnungen bis zur stärksten Erholung innerhalb von 2 Quartalen. Das werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Lockerungen da sind, dann sollte unmittelbar ein Erholungsschub einsetzen. Wir haben da berechnet, dass beispielsweise im Non-Food-Detailhandel, also alles, was Garten oder sonstige festen Artikel angeht, die Läden, die jetzt bereits seit dem 1. März wieder offen ist, dass die am stärksten von Nachholkäufen profitieren. Dort dauert so rund 2 Wochen Normalbetrieb, bis eine Lockdown-Woche wieder aufgeholt werden kann. Im Bereich Unterhaltung und Sport, da braucht es dann schon 8 Wochen, bis eine Lockdown-Woche wieder kompensiert werden kann. Und die Lockerungen stehen da ja noch aus. Ebenfalls ausstehend sind die Lockerungen bei den Restaurants. Und dort ist die Erholung noch langsamer. Da braucht es dann schon 14 Wochen und noch länger, beziehungsweise noch nicht absehbar, ist die Erholung in der Hotellerie. Allen voran natürlich in der interkontinentalen Hotellerie. Ich glaube, da wird es wohl bis mindestens Mitte des kommenden Jahres gehen, bis wir eine Erholung sehen. Also die Erholung wird zwar dynamisch ausfallen, es wird aber doch einige Branchen geben, die sich noch länger mit der Nachwehen der Corona-Krise beschäftigen müssen.